Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Auf dem Weg in die Mongolei reisen wir das zweite Mal nach Russland ein. Diesmal nach Südsibirien, in die Region Altai. Grenzübergänge sind ja immer wieder etwas spannend. Man weiß nie so genau, was kommt auf einen drauf zu. Jede Grenze ist anders. Bei leicht durchwachsenem Wetter erlebten wir hier eine professionelle Grenzabfertigung. Wir hatten es auf der kasachischen wie auch auf der russischen Seite wieder nur mit freundlichem Personal zu tun. Die Fahrzeuge wurden immer in kleinen Päckchen A4-5 Fahrzeuge in den Abfertigungsbereich gelassen. So kam es, dass wir auf der russischen Seite noch etwas auf Jürgen und Clarissa warten mussten, da die später in die Abfertigung reinkamen. Als erste Station ging es dann nach Rubtsovsk, um dort eine SIM-Karte zu besorgen. Hier haben uns dann auch die Franzosen, mit denen wir am Abend zuvor zusammenstanden, wieder eingeholt. Und am Parkplatz vorm Telekommunikationsladen kam auch Alois wieder um die Ecke, um uns gleich zu zeigen, wo wir alles finden. Er sagte uns auch, dass Richie und Klaus schon vorausgefahren sind, um einen Platz für die Nacht zu suchen. Auch hier haben wir es wieder ohne Sprachkenntnisse geschafft, eine günstige SIM-Karte zu bekommen. Und dann ging es auch direkt weiter. Das war jetzt wieder ein Special von meinem Navi, glaube ich. Dann fahre ich mal ein Stück weiter. Meiner will nämlich erst eine Straße weiter nach rechts. Ja. Liegt da vorne sowieso links ab. Werden wir uns wieder treffen. So circa 100 Kilometer hinter der Grenze, an einer Tankstelle mit Rastplatz, kamen wir dann alle wieder zusammen. Am Morgen ging es dann weiter in das circa 200 Kilometer entfernte Bernaul. Da jeder noch irgendwelche Dinge zu erledigen hat, in der Stadt an unterschiedlichen Ecken einkaufen will oder was besorgen, beschlossen wir nicht in Kolonne zu fahren. Jeder sollte so seins erledigen und gegen Abend wollen wir uns dann an einem gemeinsamen Nachtplatz wieder treffen. Bernaul ist die Hauptstadt der russischen Region Altai im Süden Westsibiriens. Bernaul ist auch die älteste Stadt Westsibiriens. Sie wurde 1730 als Kosakenfort gegründet und hat heute so ca. 620.000 Einwohner. Wir brachten unsere Wäsche zum Waschen und nutzten die Wartezeit für einen kleinen Einkaufsbummel. Als wir zurück zum Parkplatz kamen, gab es eine riesen Überraschung. Wir lernten Pavel kennen. Er hat unser Auto gesehen mit der deutschen Nummer und direkt auf uns gewartet. Er und seine Cousine Olga, die er gleich beirief, haben eine Zeit lang in Kassel gelebt, also nur wenige Kilometer von unserem alten Wohnsitz entfernt. Pavel war so happy über die Begegnung, dass er direkt in den nächsten Laden ging und für uns eine Flasche Wodka und eine Tafel Schokolade als Geschenk kaufte. Bianca setzte einen Kaffee auf, ich holte die Stühle raus und wir machten eine gemütliche Kaffeerunde auf dem Parkplatz auf. Für die Nacht suchten wir dann einen ruhigen Platz in den sibirischen Wäldern außerhalb der Stadt aus. So, dann muss man da jetzt so lang noch was sehen. Jetzt
Das war wieder ein Platz nach unseren Vorstellungen. Nicht so laut wie der letzte an der Straße. Wir teilten die Position den anderen mit und machten es uns gemütlich. Doch Jürgen und Klaus, die etwas später eintrafen und uns nicht mal sahen, fanden den Platz nicht so toll. Vor allen Dingen wegen der vielen Mücken. Aber die wird man um diese Jahreszeit in Sibirien überall finden. So suchten die anderen sich wieder einen Platz an der Straße und wir blieben allein in unserem Wald. Es gab Burger zum Abendessen und bis auf einen Gradfahrer, der eine Zeit lang um uns rumsauste, blieb es ruhig. Morgen trafen wir uns an einer Tankstelle und es ging gemeinsam weiter Richtung Mongolei. Ausgenommen Alois. Der ist in Bernaul geblieben, um auf seinen Freund Hans zu warten, der Ersatzteile mit dabei hat. Hier kommen wir gerade an die Grenze zwischen der Region Altai und der Republik Altai. Das ist doch ein guter Ort für eine Pause. Da ich für meine Kaffeepause mal wieder etwas länger brauche, starten die anderen schon vor uns und wir treffen uns heute Abend am Nachtplatz wieder. In Mancherock gibt es eine Quelle, an der wir unseren Wasservorrat auffüllen. Bei der Gelegenheit könnt ihr doch auch gleich mit uns mal eine Runde durchs Dorf fahren.
Für die Nacht gibt es diesmal einen schönen Platz am Fluss. Als wir ankommen, ist Richie am Schrauben. Der Ladeluftschlauch ist kaputt gegangen. Wie so oft auf dieser Reise hat Jürgen den Drang, sich in das kalte Wasser stürzen zu müssen. Am frühen Morgen bekommen wir Pferdebesuch. Was für ein idyllischer Anblick. Auf die nächste Etappe starten wir wieder leicht versetzt. Es fühlt sich einfach besser an, wenn jeder so sein eigenes Tempo fahren kann und seine eigenen Pausen machen kann. Der reparierte Luftschlauch von Richies B-Mobil hat nicht so lange gehalten. Hier musste also nochmal nachgebessert werden. Jürgen und Richie haben die Sache im Griff. Es gibt also keinen Grund, dass wir alle hier rumstehen. So fahren wir schon mal voraus. Das ganze Altaigebiet ist so wunderbar, das ist auf jeden Fall mal eine eigene Reise wert. Thank you.
Zwischen Ongoday und Aktash gibt es eine Stelle, wo zwei Flüsse mit unterschiedlicher Farbe ineinander fließen. Ein guter Ort für eine Pause. Diese relativ neue Tankstelle mit nur einer Zapfsäule mitten in die Prärie gebaut, fand ich ganz witzig. Hier haben wir nochmal den Tank mit billigerem russischen Diesel gefüllt, bevor es in die Mongolei geht. Hier fahren wir zu unserem letzten Nachtplatz, bevor es in die Mongolei geht. Nur Clarissa und Jürgen werden später noch dazustoßen, mit denen wir morgen gemeinsam in die Mongolei einreisen. Die anderen kommen einen Tag später nach. Und wenn ihr auch in die Mongolei mitkommen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich drauf, wenn ihr mir durch einen Daumen hoch zeigt, dass euch das Video gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.